Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Quarz Edition. Yo, wo sind wir stehen geblieben? Hier im Band Amber Hauptquartier. Gegen den Spaten haben wir schon gekämpft. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, von wo wir gekommen sind. Wie sieht es mit unseren Pokes aus? Alle voll? Jo, sieht doch ganz gut aus. Ich gehe einfach mal hier rauf. Wo bin ich? Sag mir jetzt nicht, dass ich... Achso, wo... warte. Hä? Wo bin ich? Egal, einen Moment. Einen Moment, haben wir... Oh, ah, okay, ja, ich verstehe. Wir sind also erst von da gekommen gerade. Naja. Dann also schon. Dann gehen wir hier hin. Nice. Dann sind wir hier. Hier ist ein Pokéball. Oh, warte. Ah, hier. Da, jetzt. Hey, ich habe einen Nestball gefunden. Das ist natürlich nice, dass wir noch einen Pokéball drin finden. Ja. So, ja, lecker. Würde ich auch sagen. Guck mal, stehen nirgendwo, wie auch schon in letzter Folge. Aber da war ich noch nicht ganz genau hier. Allerdings wissen wir jetzt, dass ich da nicht lang muss, sondern hier. Und auch da nicht, sondern hier. Gegen die haben wir gekämpft und da unten waren wir gerade, ne? Ja, genau hier. Haben wir gegen den Spaten gekämpft. Ach komm, stellen wir uns einfach mal hier rauf. Warte. Noch nicht ganz. Wir gucken uns erstmal an, was es hier oben gibt. Gar nichts. Ach, da waren wir auch schon. Da war da nicht irgendwas? Nee. Hä? Ich weiß es nicht. Er denkt sich Ausrufezeichen. Und ich denke mir, Kille von hinten. Ambrosio. Das ist der Bruder von Amber bestimmt. Der italienische Zwillingsbruder. Ambrosio. Oh, it's you again. Oh, don't worry. You're here just in time. You can still avoid us. The Mario, the Wii, the pizza. But I'm not going. Okay. Ja, okay, er bleibt hier, damit wir Zeit verlieren. Gerne doch. Also, ich kämpfe schön gerne gegen dich, weil du bist überhaupt keine Herausforderung für uns. Wir haben so Pokémon, die 10 Level über dir sind. Und du setzt Quick Attack mit einem Donner-Pokémon gegen ein Flugwasser-Pokémon ein. Ich würde sagen, läuft bei dir. Und ich mach dich mit Surfer fertig. Das ist armselig von dem Typen. Naja. Natürlich wechsle ich mein Pokémon. Ich habe hier nämlich, die Pokémon sind auch ungefähr so alle die Stufe. Einfach mal Megastulle reinhauen. Der ist ja eh so Metallgestein. Und das sollte auch reinhauen. Gegen einen Raichu. Hachu! Und, na okay, dann vielleicht doch nicht so sehr effektiv. Dann haut das vielleicht doch nicht so da rein. Ah, ich wusste gar nicht, dass das so krass effektiv ist. Tja, was willst du jetzt? Rock Tomb ist auch sehr effektiv. Move, Bitch. Okay, so viel bringt das jetzt auch nicht. Muscle Egg, natürlich tausche ich da. Er ist nämlich das perfekte Pokémon dafür. Unser Chicken Wing. Chicken Wing. Oder immer noch Schlussverkauf. Schlussverkauf, Verkauf. Fliegen. Ja, ich weiß auch nicht, wieso ich Fliegen eingesetzt habe, aber vielleicht um seine Ausweichen anzugreifen. Nein, um seinen Angriffen auszuweichen. Oh, fast One-Hit. Nice. Jump-Kick, immer noch. Wenn du willst, Aeroas. Ja, natürlich hat der Max Revive, ja. Top-Genesung hier. LOL. War Aeroas jetzt wirklich gerade ein One-Hit? Holy shit. Setzt so Top-Genesung ein? Ich denke mir so, okay, naja, dann Aeroas macht vielleicht so ein bisschen Schaden. Lol. Ja, okay, eigentlich hätte ich jetzt noch hinterher schwimmen können. Nein, eigentlich nicht. Gib mir Taucher. Gib mir Taucher, dann tauche ich hinterher. Ne? Oder nicht? Okay, dann hau ich halt ab. Tschüss. Dann, wenn du mich nicht mehr magst, dann geh ich. Dann geh mit Gott, aber geh. Okay. Arceus, wo bist du? Hey, stimmt, wir haben ja Surfer. Oh. Ja, okay, wir haben es eben gerade im Kampf eingesetzt, aber irgendwie ist es mir wieder entfallen. Oh, es ist so geil, hier Surfer zu haben. Obwohl, wir müssen jetzt darüber surfen, ne? Nein! Egal. Leute, was machen die hier? Achso, ja. Die lassen da ihre Carnivanis gegeneinander kämpfen. Oder beziehungsweise ihre Tohaidos, glaube ich. Jo, 6 Pokémon heilen. Danke. Passt schon. Hui. Hui.
Oh ja, wohl, falsche Richtung. Ring, ding, ding, ring. Ups, so. Auf geht's zum siebten Orden. Ich hab voll Bock, wieder Orden zu machen, ey. Auf geht's. Hoffentlich schaffen wir den noch, diese Folge. 10 Minuten, auf geht's. Union Sea. Move, bitch, get out my way. Get out my way, bitch, get out my way. Nein, wir sind zum ersten Mal stecken geblieben. Ich bin die ganze Zeit nur geradeaus. Wie lame ist das denn? Und jetzt begegnet uns unser erstes Pokémon, nachdem wir 1000 Jahre lang geradeaus gesurft sind. Ist das... Das ist so locker easy gewesen, ey. Und da sind wir. Ne, Moment, hier sind wir noch nicht. Ach, hier, genau. Das ist das Haus, wo ihr eure Steine umtauschen könnt. Wenn ihr hier so ein Grünstück und sowas habt, dann, oder sowas, dann könnt ihr die hier umtauschen gegen Donnerstein, Wasserstein, Feuerstein und Blattstein. Sonnenstein kriegen wir gleich da drüben geschenkt. Aber das ist ziemlich nice, weil das bedeutet, wir können unser Flozipano noch, nee, nicht Flozipano, wie heißt denn das Ding? LOL, ist das die Arena? I hope not. Also, wenn ja, dann ist es ziemlich langweilig. Oder was heißt langweilig? Ziemlich mühselig, da oben rauf zu kommen. Ach komm, genau. So, okay, du wirst jetzt gebasht. Du wirst jetzt gebasht, weil du uns 1 Meter vorm Anhalten auf der See in die Quere gekommen bist. So, danke. Was macht ihr? Was hast du hier? Gar nichts. Lol, Lighthouse. Das soll ein Lighthouse sein. Lol, das ist doch kein Leuchtturm. Hallo. Who are you? Marte. Hello, my name is Marte. I keep the lighthouse. It's safer than my last job. What? Egal, auf jeden Fall ist sie hier die Beschützerin vom Lighthouse. Und sie gibt uns Taucher. Dankeschön. Das ist ja mal richtig geil, dass wir hier gleich reingegangen sind. Ja. Achso, okay, sie sagt uns auch gleich, wo das U-Boot hingegangen ist. Finde ich aber mal nett. Okay, da dürfen wir nicht rein. Da kommt anscheinend nur sie rein. Also passt es schon. Das ist eigentlich nur ein Haus, so ein kleines. Das Modell ist bloß größer gemacht worden. Ich wette, man kann da locker eh nicht hoch. Doch, wir müssen sie... Nein, wir basteln uns ein Kostüm. Damit ihr genauso aussieht wie sie und dann kommen wir da rein. Genau, das ist unser Plan. Hallo. Ah, okay, ihr wollt die Secret Base stellen. Ja, ist mir aber ziemlich schnuppe eigentlich. Denn ich will hier nur den Orden machen. In Seegrasulp City. Och, Mann. Ja, vor allen Dingen, wozu hat er bitte die Tür? Kommt er denn genau hier wieder raus? Guck mal, da muss ich nicht um mein Haus rumlaufen, wenn ich zum Market möchte. Ist doch viel, viel gemütlicher. Ja, ich stimme zu. Gibt's jetzt überhaupt Norden drin? Oh, bitte sag mir, dass du uns... Oh, danke. Er hat uns eine neue Angel gegeben. Nice. Das heißt, wenn wir irgendwann mal eine Angel bräuchten, können wir sie benutzen. Hier ist locker die Arena. Oh, nice. Bitte sag mir, dass es eine Drachenarena ist. Oh, yeah. Oh, yeah. Das ist mal sowas von sick. Okay, nice. Ah, nee, das hätte ich berechnen müssen. Warte, dann bin ich nur hier wieder. Ich gehe hier einfach mal lang. Oh, die erste Trainerin. Bitte sag mir, dass es Drache ist. Es ist eine Drachenarena. Oh mein Gott, Mann. Ist das geil. Natürlich tausche ich hier meine Pokémon noch. Ich will hier natürlich alle trainieren. Oh, scheiße, die sind so ein bisschen über uns vom Level her. Trotzdem hindert uns das nicht an einem One-Hit. Tja, das liegt daran, dass du dein Dratini auch nicht weiterentwickelt hast. Na okay, ich weiß nicht, wann entwickelt sich das eigentlich zu Dragonier weiter. Sollte sich eigentlich schon längst entwickelt haben. Och nö. Okay, dann halt wieder hier, dann halt wieder da, bla bla. Bla 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 bla. Können wir hier eigentlich irgendwas machen? Okay, ich stimme zu. Wir gehen erstmal hier weiter geradeaus. Das führt uns alles zum selben Ort. Wir machen das einfach nur noch. Zack, obwohl. Ich weiß nicht. Ich aktiviere das einfach so hirnlos. Egal, passt schon. Nein! Da wollte ich gar nicht hin. Oh, egal. So, dann müssen wir halt nochmal zu der Frau jetzt rennen. Denn jetzt können wir nämlich schon so gegen sie kämpfen und werden da drüben nicht nochmal aufgehalten. Oh yeah. Okay, einmal hier. Ich denke mal, Surfer, bam, one hit down. Locker easy. Ja, natürlich tauschen, Mann. Es ist... Wieso ist das so einfach? Unsere Pokémon sind vom Level her unter denen, aber die One-Hitten die Dinger trotzdem. Das ist irgendwie so geil. Das macht so Spaß. Viel zu einfach. Okay,
Mal sehen. Das wird kein One-Hit. Oh, hoho. Hoho. Ich hatte es im Gefühl, aber auch kein Two-Hit. Okay, dann halt Konfusion. Sorry. Trotzdem auch noch zu schwach. Ah, es bringt uns auch nichts, wenn wir dahin gehen. Nee, bringt uns alles nichts. Okay, wieder zurück. Hey, dann gehen... Nein, wir gehen nicht da lang, weil wir da erst gerade waren. Wir gehen hier lang und jetzt ganz vorsichtig hier irgendwie hin. Nein, halt, stopp. Hier, genau, da wollte ich hin. Dann ist hier nämlich der nächste Trainer. Guten Tag. Was hast du uns anzubieten? Ein hässliches Ding, was sich wahrscheinlich aus Schrommel weiterentwickelt. Das interessiert uns aber gar nicht, denn wir setzen Surf ein. Oh, schade, kein One-Hit. Egal, Wing Attack. Und das bedeutet Level 46 für unseren Ozean-Dino hier. Für unseren Urgestein-Ozean-Dino. Und nein, Schutzschild brauchen wir nicht. Weil ich meine, wer so stark ist und jeden Gegner One-Hittet, dem ist das Schnuppe. Hier lang? Ist das schon die Arena-Leiterin? Lol, ja, sieht so aus. Na, dann haben wir es eigentlich ja gleich geschafft. Was ist das? Sieht aus wie so ein aufgeregtes Graudern, was Latios gegessen hat. Rubygon und Sapphiregon. GG, beste Namen ausgedacht, nur leider sind die Dinger zu schwach. Oh. Ja, okay, das Ding hat jetzt ein bisschen reingehauen, muss man sagen. Hehe. Okay, das muss ich dann anscheinend machen. Aber ich... Stärke in Arena zu gebrauchen. Das ist sehr strange. Das haben bisher nur so Pokémon-Hacks an sich. Nee, jetzt, oder? Ah. Hä? Nee, doch nicht. Ich verstehe auch. Okay, jetzt doch. Ich verstehe alles. Wir können hier lang. Hui. Hey, Mann, das macht Spaß. Nein, denke ich nicht. Hey, da ist das letzte Ding, was wir aktivieren müssen. Ach, wir müssen das Ding hochschieben, nicht runter. Okay, dann macht alles Sinn. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Dann bist du das erste Pokémon, gegen das nicht sehr effektiv ist. Okay, das ist, sieht auch strange aus. Aber tut mir leid, mit Feuerattacken gegen unseren Wasserdino kommst du nicht weit. Ja, wir müssen den Weg nehmen. Och, nö. Nö. Müssen wir wieder hier außen rum gehen. Hui. Hui. Danke. So, warte. Ah! Nein! Ah, komm hier. Danke. Und nochmal von vorne, Kinder. Was macht man, wenn man total verkackt hat? Man macht die ganzen Rätsel einfach immer wieder von vorne. Hui. Und natürlich rennt man nicht mit den Pfeilen in die entgegengesetzte Richtung. So langsam fange ich auch an, was in die Pfeile rein zu interpretieren. Irgendwie so ein imperiales Star Wars Zeichen. Oh, geht doch. Nee, halt, stopp. Wie soll ich denn das machen? Ich komme immer noch nicht an das Ding ran. Oh, doch. Ja. Nein. So, genau, so soll das bleiben. Und jetzt tschüss. Tschüssi! Hui! Also nicht zu euch, Tschüssi. Ich will hier nur endlich fertig werden. Und zwar hier lang rennen, ey. Den Weg hätten sie aber auch nicht versteckter machen können. Genau hinter diesem riesigen blauen Pokéball. Mein Kinder, Pokébälle sind nicht blau, die sind rot. Ja, doch, es gibt Superbälle. Die sind aber auch rot. Es gibt keinen insgesamt nur komplett blauen Ball. So. Haben wir denn genug, um gegen die Arena-Leiterin anzukommen? Ja, natürlich, wir haben genug Super-Potions hier. Dann heilen wir mal wieder hier unsere Pokes auf, damit die so komplett aufgeladen sind. Ja, passt schon. Wir haben zwar jetzt einen Supertrank, so richtig krass wird nur 2 KP gewastet, aber ich denke mal, das hier sollte eine kleine Fingerübung sein. Sie hat nämlich nur 2 Pokémon und das ist gar nichts, Leute. Ja, natürlich.
Zum Glück ist es viel wieder unten gewesen, als ich das eingesetzt habe. Wing Attack und Beute. Ich lasse wieder nicht zu, dass sie mir meinen Ozeandino wegschnappen. Wieso hat der vorhin eigentlich so die ganze Zeit krass überlebt? Und jetzt auf einmal nicht mehr. Wieso drehen die jetzt auf einmal durch, aber davor nicht? Oh yeah, Critical, Mann. Erstes Viech ist down. Der Speed Boost ist mir doch egal. Jetzt habe ich hier zwei Pokémon. Jetzt mache ich locker nichts mehr falsch. Oh, oh. Okay, okay. Das ist jetzt nice gewesen. Zwei Level-Ups? Ah, schade. Das ist jetzt richtig nice gewesen, ey. So, Bitch. Besiegt wurdest du. Geraped. So, was machen wir jetzt noch? Jetzt sind wir fertig und kriegen den Legendenorden. Weil wir so eine sicke Legende sind. Na, okay, wir haben... Der Kampf war echt nicht einfach, muss man sagen. Aber trotzdem, beim zweiten Mal war es ein bisschen krass, oder? Oder? Ja. Das war schon so ein bisschen Basher-mäßig. So, einfach mal ein Critical und dann noch, naja, das zweite Pokémon hat dann eigentlich keine Chance mehr, weil ich meine, 2 gegen 1 ist immer kacke. Naja, ist ihr Problem, wenn sie nur ein Pokémon hat. Deswegen würde ich sagen, fallen wir jetzt gleich mal in die Fallgrube, gehen hier raus, gehen hier ins Pokémon Center rein, damit wir nicht irgendwie, wenn wir wieder besiegt werden, jetzt von einem Tentara irgendwie auf der, keine Ahnung, auf dem Meer, wer weiß, kann ja immer sein, dass uns Tentara auf dem Meer mal besiegt. Deswegen speichern wir jetzt auch hier mal und ich sage tschüss, ciao, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Falls euch wundert, warum wir 31 Stunden stehen. Speeden! Und Offscreen-Training, ne? Naja, tschüss, Leute.